Ohne Wahltermine geht natürlich gar nichts. Ich gebe Berichte raus, in dem eben den Krankenkassen gesagt wird und den Listenführern gesagt wird, was sie jetzt tun müssen. Wir überwachen zum Teil das Ganze. Und was es mir persönlich bedeutet, ist, es ist eine neue Aufgabe für mich. Und es ist unglaublich spannend, weil ich die Sozialversicherungswahlen für den Garanten unseres sozialen Friedens in Deutschland sehe. Und darum bin ich sehr leidenschaftlich dabei. Ich finde, es ist eine sehr, sehr schöne Aufgabe, eine sehr wichtige Aufgabe. Und ich würde mir wünschen, dass alle eine Urwahl durchführen. Weil dort die Selbstverwaltungsgremien der Krankenkassen, der Rentenversicherung, der Unfallversicherung gewählt werden. Und hier kann der Bürger, also das Mitglied der Krankenkasse bzw. Rentenversicherung und mitbestimmen, wer in den Verwaltungsräten sitzt. Also sie können den Weg der Krankenkasse mitbestimmen. Und das ist doch Demokratie pur. Was etwas Besseres gibt es nicht. Und ich halte das für ein ganz, ganz wichtiges Instrument. Alles, was in den Verwaltungsräten bei den Krankenkassen, ich rede jetzt mal nicht über die Rentenversicherung, entschieden wird, wird nicht von der Politik entschieden. Stellen Sie sich mal vor, alles das würde in politischen Gremien behandelt werden. Vor Wahlen hätten wir emotionale Diskussionen über bestimmte Sachen. Und hier einigen sich die Arbeitgeber mit der Versicherungsseite zusammen auf bestimmte Wege der Krankenkasse. Sei es um die Bestellung der Vorstände und alles, was nicht gesetzlich geregelt ist, wird ja von dem Verwaltungsrat entschieden. Und das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Aufgabe und das macht auch so die Vielfältigkeit der Krankenkassen aus. Wenn diejenigen, die nicht wählen, behaupten, sie führen die Friedenswahlen durch, bin ich ja eigentlich für Kriegswahlen. Und das ist doch Quatsch. Eine Wahl ist immer ein Friedensinstrument, weil man sich durch eine Wahl auf eine Sache einigt. Also das Wort finde ich schlimm. Ich finde auch das Wort Wahl ohne Wahlhandlung ziemlich schlimm, weil das Wort Wahl sagt ja schon, dass man eine Wahl hat. Das ist ja Inhalt des Wortes. Und darum versuche ich, diesen Begriff im nächsten Gesetz zu ändern, damit dort eine andere Formulierung reinkommt, weil das ist eine, ja, es ist fast so, als ob Sie sich über Wahlen lustig machen. Sie können nicht sagen, es sind Wahlen ohne Wahlhandlung. Ich weiß, dass es von vielen anders gesehen wird, aber als Bundeswahlbeauftragte kämpfe ich dafür, dass wirklich eine Wahl durchgeführt wird, wenn Wahl draufsteht. Wie kann man kritisieren, dass eine Wahl pro Mitglied 1 Euro kostet und das über 6 Jahre verteilt? Also die sollten erst überlegen und dann kritisieren und dann kritisieren sie nicht mehr, wenn sie überlegt haben. Demokratie kostet Geld. Unsere Bundestagswahlen kosten Geld, Kommunalwahlen kosten Geld, Landtagswahlen kosten Geld. Diese Wahl ist so extrem preiswert und sie wird nur getragen von denen, die wählen. Da müsste man sich auch mal Gedanken machen, warum die, die nicht wählen, nicht auch an den Kosten beteiligt werden. Denn man stärkt ja insgesamt die Selbstverwaltung. Also die Kritik kann ich ganz lächelnd abfedern. Die ist dumm. Es stimmt nicht, denn die gewählten Vertreter, der Verwaltungsrat kann sehr wohl sehr viel entscheiden. Und wir müssen nur sehr aufpassen, dass die Politik nicht ständig an den Rändern der Selbstverwaltung knabbert. So wie es im Moment mit dem Selbstverwaltungsstärkungsgesetz passiert, da müssen wir schon aufpassen, dass die Selbstverwaltung nicht geschwächt wird. Aber insgesamt ist der Verwaltungsrat in einer Krankenkasse ein ganz starkes, einflussreiches Organ. Viele Leistungen werden durch die Satzung der Krankenkasse geregelt. Und das sind Leistungen wie die Impfungen für Reisende. Das ist eine freiwillige Leistung. Also alles das, was nicht per Gesetz geregelt ist, wird dann im Verwaltungsrat beschlossen. Und das ist gerade eine Stärke einer Versicherung, weil das ja die einzelnen Versicherungen untereinander unterscheidet. Ja, die eine Versicherung bietet das an, die andere das. Und hier kann quasi das Mitglied über den Verwaltungsrat Einfluss nehmen auf den Weg der Krankenkasse und auf das Angebot der Krankenkasse. 2017 ist wirklich ein starkes Wahljahr und man muss schon aufpassen, dass die Menschen nicht wahlmüde werden. Und darum finde ich die Werbelinie, die die TK präsentiert, sehr, sehr gut, sehr effektiv.
Die Menschen müssen zur Wahl gehen, weil mit den Selbstverwaltungsgremien ein Stück weit sozialer Friede hergestellt wird. Alles das, was hier beschlossen wird, wird nicht in der Politik, im Bundestag, im Landtag, in den kommunalen Gremien behandelt. Hier ist eine paritätische Besetzung. Arbeitgeber und Versicherten reden und ringen zusammen um eine Leistung. Hier wird beschlossen, wie die Versicherung weiter sich entwickelt. Hier wird der Weg der Versicherung beschlossen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Argument für unseren sozialen Frieden in Deutschland. Und darum kann ich wirklich nur jeden bitten, geht zur Wahl. Werft den roten Umschlag nicht weg, sondern wählt. Die Sozialversicherungswahlen sind für mich eine so wichtige Sache, weil sie eben das Rückgrat unserer Sozialpolitik sind. Die Selbstverwaltung ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Instrument, was wir haben. Und wenn man die schwächt, schwächt man im Grunde ja, die Politik der Krankenkassen, des gesamten Gesundheitswesens. Und darum setze ich mich ein und engagiere mich wirklich voller Leidenschaft und mit meiner ganzen Freizeit für die Sozialversicherungswahlen, weil ich möchte, dass sie ein Erfolg werden. Wir brauchen ein gutes Wahlergebnis, wir brauchen mehr Frauen in der nächsten Wahl und wir wollen, dass die Wahl insgesamt in den Köpfen der Menschen verankert ist, dass die Menschen wissen, was ist überhaupt eine Sozialversicherungswahl, was ist eine Selbstverwaltung. Und da muss ich sagen, haben wir noch ganz, ganz viel Arbeit vor uns.